hatte Puls auf 180, als ich da reinkam in das Zimmer. Damit will ich nichts zu tun haben. Was du so doof lachst, frage ich dich. Es war cool. Und wenn ich vor dem Konzert meinen Rum nicht trinken kann, dann wird es für mich auch kein schönes Konzert. Auf einmal rast der völlig aus. Dann mach doch deine Show selber! Ich will auch lieber nicht darüber reden. Auseinander, bitte! Das ist ein bisschen krass, mach mal kurz aus. Ja. Nur keine Einzelkämpfe. Ja, hat die Band mir gekauft, ey. Total geil. Das ist unser Backline-Truck. Da passt alles rein, was wir so besitzen. Nicht in Orange, aber in Schwarz. Total geil. Ja. Die Bühne und Carlos Ego sind da drin. Ich weiß auch nicht, ob der Truck morgen für die neue Show reicht. Ne? Also das ist, morgen haben wir so eine fette LED-Wand und alles. Ja. Gebäude 9, ey. Und dann standen wir irgendwann auf der Rampe, voll am Entspannen. Dann kommt dieser Licht-Heini dazu. Was soll das? Ihr chillt hier die ganze Zeit? Du bist ein bezahlter Dienstleister. Du hast jetzt deinen Job zu machen. Ey, was? Ey, früher habt ihr auch alle immer mitgeholfen. Das ist doch scheiße. Schreich dich. Komm. Boah, ich glaube, da gibt's echt Wichtigeres als jetzt die Crew. Geile, größere Location und so. Scheiße, Zeit. Fühlt sich überhaupt nicht wie Arbeit an. Nee, voll vielleicht von der Hand. Richtig entspannt, ne? Geht's irgendwie so? Ja, ich komm, klar, ja. Alles gut. Stark der ist, ey. Deine Freundin ist die Anabolika. Das erinnert mich so ein bisschen, als ich damals im Himalaya war, hatten wir auch so Sherpas und mit Eseln und so. Die haben auch das Gepäck dann immer getragen. Waren die auch so laut, oder? Cool. Nee, war ein bisschen angenehmer. Kurze Frage noch, ich hab irgendwie meine Schuhe gestern noch gesehen oder so? Nee. Nee? Wenn sie weg sind, kauft ihr halt neue, ist doch scheißegal. Ja, ja, trotzdem. Wo hast du die nochmal her? Ich hatte es New York halt, ne? Ja, geil. Das ist schon ein geiles Ding. Schuhe, richtig, ne? Geile Dinger. Ja, ja, ja. Ich sehe in Carlos schon ein großes Vorbild. Und als ich natürlich gemerkt habe, dass er seine Schuhe da liegen gelassen hat und ich die nehmen konnte, war ich wie im Film, wie im Wahn. Ey, was hast du meine Schuhe jetzt an? Hey, was ist denn mit dir los? Das sind nicht deine Schuhe. Du läufst ja rum wie so ein Rockstar und dann hast du... Das sind nicht meine Schuhe? Das sind nicht deine Schuhe, die habe ich selber gekauft. Die Dinge habe ich doch hier in der Kantine liegen lassen, hab ihm geschrieben, hat irgendwer meine Schuhe gesehen aus New York und so ein Shit. Und hab deine Schuhe genommen und als er mich dann darauf angesprochen hat, wusste ich nicht, wie ich reagieren sollte. Wo hast du den her? Wo hast du den gekauft? Ich hab die in dem Laden gekauft. Da. Welchen Laden? Ich war gestern noch hier in der Stadt und dann war ich die... Ja. Ich weiß doch, das ist der eine Laden da hinten an der Ecke. Da, wenn man da die Straße lang geht, dann ist da auf der rechten Seite der McDonald's und auf der linken Seite ist dann dieser Laden mit so swaggy Schuhen. Ey, sorry, ich mag dich voll gerne und so, aber ich glaube dir kein Wort. Also ich liebe diese Schuhe. Wenn ich in den Schuhen unterwegs bin, dann gehe ich durch die Straßen wie keine Ahnung, Tom Jones oder irgendwer. Also so richtig, also ich fühle mich gut. Ganz ehrlich, Lady, ich mag dich, aber das ist Verwarnung Nummer 1. Also ey, das kann's nicht bringen, Ja, aber wir sind doch Kumpels, ey. Warum darf ich denn nicht auch coole Schuhe tragen? Junge, ey, such dir deinen eigenen Style. Ich bin überzeugt, dass es meine Schuhe sind. Selbst wenn du dir neue kaufst, dann kauf dir doch nicht die gleichen, Junge. Ey, was ist denn hier los, ey? Hi. Verknappung, ey. Das ist echt gut. Wer ist das? Hey. Bitte? Wer ist das? Das ist Gabriel. Hey. Der ist jetzt ein bisschen mehr managing-mäßig hier. Der braucht uns ein bisschen zu supporten. Ja. Der war doch als Fanboy da am Montagabend. Was ist Fanboy? Ich meine, steht halt ein bisschen auf gute Musik so. Voll. Und ist halt so ein Typ, den wir genau brauchen, weißt du, der so ein bisschen Struktur reinbringt und so. Weißt du, du bist ja auch oft so ein bisschen denkenmäßig unterwegs. Dass wir das so ein bisschen selbst managen wollen, dass du so intern bleibst. Es ist doch intern, Alter. Guck mal her. Okay. Oh, yes! Au! Oh. Was ist denn?
Fuck. Hey, du, komm. Hier, Kollege, komm mal, das ist doch. Ist egal, komm mal her jetzt. Nee, ich kann nicht. Nee, Junge, komm her jetzt. Ich muss, brauch dich mal gerade. Du bist da, du arbeitest doch hier auch. Tobi oder so, ne? Komm mal mit. Ich hab gerade. Ich hab hier hinten irgendwie so, ich hab ein bisschen trainiert und jetzt. So, kann ich auf jeden Fall nicht spielen, Alter. Nee, nein, nicht schon wieder. Doch, Mann, mach jetzt mal hier, komm. Irgendwo rechts schon so. Kann ich die Trompete nicht halten? Das hier? Nicht. Ja, da irgendwo, Mann, Alter. Lampe oder sowas, Alter. Machst du bei mir bitte direkt weiter? Komm. Weißt du, Cristiano Ronaldo kann auch nicht ohne Physio arbeiten. Bringt ja auch bisschen, mehr bitte, bisschen mehr mit. Ich bin ja keine Physio, ich bin Techniker. Echt mehr am Arsch. Habt ihr den Hubi wieder reingekriegt? Ey, Schnini. Cool, wie du da liegst. Was? Hier hinten den Hubi. Quasi der Flocati der Schönheit. Weil ich hatte ja die Antenne da dran. Achso. Toll. Schöne gelbe Hose. Von oben so eine Hummel. Top, ey. Da merke ich auch, dass ich habe einfach irgendwie einen grünen Daumen bei Frauen. Stibitz, Stibitz. Liebe geht ja durch den Magen, ne? Stibitz, Stibitz, was soll denn das? Ich will in Ruhe essen. Ja, da kommt ganz viel zurück und das ist schön. Ich glaube, da entwickelt sich was wirklich. Ich weiß, du hast ja irgendwie so da so einen gewissen Abstand dazu oder so. Aber irgendwie merke ich so, auch jetzt gerade mit den Konzerten, dass ich da schon auf jemanden stehe. Schnitzel? Sieht so ähnlich aus. Die Schnien hat es mir schon angetan. Ich finde, die ist so schön. Wenn ich die sehe, dann bleibt mir wirklich Schnien. So, du findest das sexy, wenn die vor dem Spiegel sind und sich bemalt? Ja. Ich finde Karneval schön. Ich mag Bemalung. Daniel hat mich gefragt, wie es so mit der Liebe läuft. Habe ich gesagt, ja, läuft. Läuft weg. Der war so krass und Gott sei Dank war ich zur Stelle und ich zeig dir jetzt, was ich gepostet habe. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es schon gesehen. Nee, ich hatte keine Zeit zu gucken. Auf jeden Fall. Glaub mir, das ist das Krasseste, was wir jemals gemacht haben. Und ich feier das so hart. Yes, Alter, zieh es dir rein. Hau rein. Guck. Jetzt. Ey, ist der behindert? Das ist viel zu krass. Boah, geiler Humor. Ich finde das so mega. Yes, Alter. Guck mal, wie die Leute abgehen. Hast du das schon gepostet, oder was? Hast du das schon gepostet? Ja, na klar. Was denkst du denn? Jetzt. Guck. Boah. Alter, das ist aber schon ein bisschen unter der Gürtellinie, oder? Findest du es, ne? Ich hab's gesagt, Alter. Ich hätte so mega. Von links dieser Blumenkohl und so und. Alter, Hammer! Findest du es witzig? Naja, also ich meine, so Sachen mit Tieren, die funktionieren halt immer, ne? So, also mit Tieren und Sex. Das ist super asozial, wenn du da. Ein bisschen übertrieben so, aber. Mit dem. Auch so Nilpferd. Nilpferd ist ja so ein Tier, was ausstirbt. Du kannst doch nicht, das ist doch voll gegen. Naja, aber ich meine, der Stoß, das sieht hier nur so aus, als wäre der drin. Nackte Haut. Und das war zu krass, finde ich. Ey, das ist. Ich weiß noch nicht mal. So krass. Ich bin. Warte, wie muss man denn genau hin? Ey, so, gleich so. Kriegst du denn dafür, musst du da Lizenzgebühren dafür abdrücken? Du siehst ja, wie das in die Höhe schnellt. Guck mal. Ja, klar, aber das schon mindestens 250 Follower mehr. Ein paar Leute gehen ja zum Lachen in den Keller. Ja, aber ich nicht. Sieht ja fast genauso aus wie das Shirt von Kabul. Das ist so ein bisschen. Karls macht das ja immer so richtig geil mit seinen Hemden und so mit den. Was ist denn hier los? Ja. Hey Karls! Was schaffst du da? Was schaffst du? Ed Sheet? Ed Sheet oder was? Das ist ein Fanshirt, Junge. Das ist. Ey, das ist genau das T-Shirt, was ich im Gebäude 9 hatte, oder was? Genau so ein selbstgemachtes Edding gemacht. Du hast doch ein Ärzte-T-Shirt an. Du bist doch hier auf Ärzte-Trip und so. Was ist mit dir los? Ey, meine Schuhe hast du zuerst geklaut? Jetzt machst du meinen eigenen Style nach, so Ed Sheeran-Style hier nachzumachen. Was ist denn hier los, Junge, ey?
Weißt du? Aber ey, lass den Nanny doch mal ganz ehrlich. Ich meine, guck mal. Kollege, Verwarnung Nummer 2, okay? Ich verarsche mich da. Ich meine, so ein T-Shirt zu malen, das ist doch, haben Kinder im Kindergarten schon gemacht. Das können, das darf ich doch jetzt auch. Sehe ich gut aus? Super. Sehe ich gut aus? Perfekt. Ja, auch so mit dem... Und komm, noch eins. Jetzt eins wird es. Ja. Nein, der Carlos muss man nicht so überreagieren. Ich finde, geschieht ihm auch ehrlich gesagt ein bisschen recht. Der muss nicht immer einen auf dicke Hose machen, so Pech gehabt. Das Feeling wird immer besser, also wir spüren uns immer mehr auf der Bühne und heute E-Werk. Es wird einfach, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ey, warte mal. Hat der Lenny auf einmal so einen Mantel auch an und so, ne? So komplett im Rockstar-Style. Geil. Fuck you. Meine Schuhe, mein Ed Sheeran T-Shirt nachgemacht und jetzt auch noch so einen geilen Mantel an oder was, ey? Junge. Alter. Such dir deinen eigenen Style, habe ich dir gesagt, ey. Das ist mein eigener Style, was willst du? Guck mal, das ist... Junge. Verwarnung Nummer 3. Diese. Da. Bist du eben zu... Die Schuhe, die er mir geklaut hat, hat er die auf der Bühne an, weißt du? Also krasser geht gar nicht, finde ich. Mein Style auf der Bühne zu kopieren. Ey, meine Laune ist ganz weit unten wegen so einer Scheiße. Ey, ich will jetzt unsere Freundschaft nicht aufs Spiel setzen. Wenn du willst. Boah, Alter, ist das anstrengend. Aber ich habe jetzt keine anderen Schuhe dabei. Boah, ey, ich weiß nicht, ich überleg mir das beim Gegner und aber, ey, echt uncool, dass du mich jetzt beim Spielen da gestellt hast. Hast du gesehen, der Bridge, der ist nur Tuba-Bass. Hast du mich verzockt, Junge, wegen dir. Junge, ey, was hast du hier gestört? Das, die ganze Band baut an der Stelle auf mich, weißt du? Ich bin ein Fundament, es geht nicht anders. Also, geht nicht, dass du mich nachmachst, ist eine Sache, aber dass du jetzt auch noch so ein Weichei bist, wie so ein Hubi oder so, hätte ich jetzt echt nicht von dir erwartet, ganz ehrlich. Habe ich gerade meinen Namen gehört? Du hast damit nichts zu tun. Das ist ein kleiner Wunsch. Weißt du, ich muss auf die Bühne, wir reden nachher weiter. Das ist gut für mich. Das können wir, das können wir. Das können wir. Ja. Die Geschichte mit dem Manager, da bin ich echt skeptisch, wo das hinführen soll. Ich habe den Eindruck, dass der Typ nichts auf dem Kasten hat. Da hat der mich einfach auf der Bühne angesprochen, während der Show. Und ich habe gedacht, spinnst du? Der hat kein bisschen Fingerspitzengefühl. Ihr würdet uns in diesem Fall tun. Was ist denn auch zu filmen, Mann, ey? Wenn ihr euch nachher raus, das macht mich total wahnsinnig. Die ganze scheiß Kamera auf einem drauf. Wir trinken vielleicht noch ein Bier zusammen. Wir haben auch echt scheiße. Eine Wochennummer, das ist so unsere... Ich bin gerade irgendwie da auf dem Ding, hab irgendwie alles im Griff und da kommen irgendwelche Hampels an und halten dir eine scheiß Kamera ins Gesicht. Das war echt Hammer heute Abend. Es war so eine coole Show, ey. Wir hatten so einen Spaß auf der Bühne. Und Spaß auf der Bühne! Wir hatten Spaß auf der Bühne. Das ist so gut. Ich melde mich gleich nochmal, okay? Mädels! Ciao. Mädels! Was ist los, Teddy? Ja, komm her, lass mal. Ich nehme ein bisschen hier. Die hat ihren eigenen Stuff gerade zu tun. Wie ihren eigenen Stuff? Ja, am Handy dran, jetzt hängt sie mit mir ab. Die hängt mit dir ab, ne? Ja, siehst du doch. Womanizer. Ja, das ist der Song. Das ist mein Song, ja. Also, wir haben gerade ein bisschen Spaß gemacht. So. Du machst dich doch an die Rande, habe ich doch gesehen. Naja, ich weiß, also, weiß gar nicht, wie es geht. Also, du hast einfach nur Spaß gehabt. Ey, komm, das kann man, das siehst du auf 10 Kilometer, dass du dich an die Schnini rammast. Du kannst doch gar nicht 10 Kilometer sehen. Tut immer so auf kräftig und womanizer, ist aber gar nicht so nice. Und ist so wie so ein, ja, so wie so ein dünner Ritter, so ein mager Ritter. Ey. Jungs, mal jetzt ganz im Ernst, ich bin keine Trophäe oder irgendwie so ein Scheiß. Nein. Ich weiß nicht, was ihr euch da jetzt irgendwie vorstellt. Nein, nein, du bist so ganz Wertvolles. Du bist so ganz... Ey, was packst du mich an? Geht der Wasser, cabrón, geht der Wasser. Blabla Espanol oder was? Weißt du, die könnten auch mal wieder was tun, weißt du? Jetzt sind die einmal, meinen, die haben ihre dritte Show gespielt und meinen, jetzt müssen wir nichts mehr tragen. Die ganzen Instrumente stehen nur noch auf der Bühne rum. Wir müssen alles irgendwie runtertragen. Jetzt müssen wir hier auch die Cases schieben und so, weißt du? Das sind halt Star-Allüren, ne? Da kann man sich sogar greifen.
Ja, ich meine, okay, wenn man so eine große Halle spielt, gut, das kann ich schon verstehen, aber irgendwie, da kann man auch mal mit anpacken, weißt du mal? Ja, dann hört doch einfach auf. Ja, guck mal, also, ja, wir hier wieder alleine. Kollege, was machst du denn am Rockstar jetzt oder was? Ich bin Rockstar. Ey, nur weil du einen Mantel anziehst und mir meine Schuhe klaust, das sind bist nicht du noch deine lange Schuhe. Kein Rockstar. Das sind nicht und deine Schuhe. Meine Schuhe sind. Das sind nicht deine Schuhe. Alter, was? Ey! Alter, Mann! Das war's mit deinen scheiß Schuhen! Mann! Den scheiß Mantel jetzt auf. Das ist meiner, Mann! Ich bin die Lederjacke. Ich brauch die. Ich bin der Star, Mann. Ich brauch die Lederjacke. Kauf dir eine Lederjacke. Du kriegst so viele Lederjacken geschenkt, was ich mache, was fast hey, 1000 hey, hört auf! Hört auf! Ich komme so morgen nicht mehr. Warte, was? Warte. Die Deichs in die Richtung, dass ich gesagt habe. Leg das Thema weg, Mann. Hast du Scheiß, Alter. Ich kenne dich, also wenn sag mal, wenn man dich irgendwann begräbt, dann bist du mit diesem Ding in der Hand und dann liegst du mit in deinem Scheißsarg, Alter. Vielleicht nehme ich mir das mal mit und nutze mal auch die tausende Follower, die er hat, um da irgendwie was so richtige Akzente mitzusetzen, irgendwie ein bisschen humanistischer ranzugehen. So, gibst du mir mein Handy oder was? Gib mal ein Handy. Gib mal ein Handy. Ey! Drauf! Mein Ernst! War ein mega Konzert heute Abend. Ey, ich finde es so geil, dass wir so familiär werden und dass wir alles in der Band halten, alles cool wird und jeder so seinen Weg gefunden hat, seine Position gefunden hat und was für ein Abriss auf der Bühne. Ja, ist wie geil war das, oder? Das war der Hammer. Das war unfassbar. Ja, ja. Vielen, vielen Dank, ey. Mega, mega, Ding, gut. Mega gut. Sauber, ey. Sauber. Ey. Ja. Ich auch. Ich hab grad schon so gesagt, ey, das war unfassbar. Das war einfach eine mega, mega, mega Show heute. Wir haben so geil connect. Ja, mega. Gabby, Gabby kennt ihr ja schon, ne? Der ist jetzt einfach offiziell Manager, oder was denkt ihr? Mega hart! Richtig nice. Warte mal kurz, das kann ja wohl nicht sein. Wir haben gesagt, wir machen das alles zusammen. Der kann doch nicht jetzt irgendwie so ein... Machen wir doch. Ja, aber Alter, ey, hab ich doch die ganze Zeit gesagt, wir brauchen more international, Alter. Jetzt haben wir dann einen Latino-Manager am Start. Das ist genau das Ding, Alter. Genau Fair enough, das brauchen wir. Haben wir immer gesagt. Hey, that's all we need. That's all we need. Willst du immer nur scheiß Kreisliga? Das ist der Michael Tarnert des Managements. Ganz ehrlich, ne? Guck mal, wie der hier rumläuft. Sieht aus, als wäre er ein Bundeswehrgeneral. Das kann doch kein Manager sein. Hey, was soll das denn hier? Der Typ ist einfach geil. Hallo! Ich würde auch mal interessieren jetzt, ob in welche Richtung das auch geht mit ihm. Und warum wir nicht drüber reden? Auch. Haben wir doch, es geht so ein bisschen Richtung World Music. Psycho. Also voll der Psycho, der Typ, ey. Ich habe ihn nachher dann auch zur Seite genommen und habe ihm einen Limonadenwitz erzählt. Ne? Fand er lustig. Ich hatte das Gefühl, dass Daniel einer der wenigen und vielleicht sogar der einzige ist, der mich da wirklich verstanden hat. Der Jojo hat einfach entschieden, dass jetzt der Gabriel jetzt der Manager ist. Wir müssen da was tun. Morgen. Hm? Die, Mann. Oh, fuck. Ja, wenn Zeiten sich ändern, zitiere ich immer gern so Bob Dylan. Ne? Times are changing, man. We grew, we got big today. Ne? Aber die Wahrheit ist nicht immer cool. Ne? Und das, was passieren muss, ist auch nicht immer nice. Andi! Nur eine Lösung, der braucht auf der Bühne einen Betreuer. Was ist das für eine Kohle? Ich hab damit doch überhaupt gar nichts zu tun. Komm her, du Alter, die nerven, Junge!